So, damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Pokémon Legenden Arceus. So, also, wir brauchen Holz, wir brauchen ein großes Bammelin und darum machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem großen Bammelin. Und das finden wir, glaube ich, im Obsidian-Grasland. Wir müssen das ganz große Bammelin finden. Das ist jetzt das, was wir brauchen. Außerdem können wir jetzt ins Wasser. Vielleicht können wir uns jetzt auch mit dem Relaxo anlegen. Ist jetzt gar nicht, eigentlich mal gar keine schlechte Idee, ne? Fakt ist, das ist Relaxo. Ich weiß nur nicht, welche Stufe es hat. Oh, du bist ein großer. So. Hier hoch. So, was haben wir denn jetzt hier? Hinten haben wir eine Insel zu erforschen. Oh mein Gott, da ist sogar ein weiterentwickeltes. Das sieht nicht in Rage geraten aus. Vielleicht haben wir ihn. Oh oh. Dann machen wir lieber platt. Luxio gegen ein Luxtra. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich ihn ohne Probleme platt mache. Also fangen kann. Ja, ruckzuck, komm. Luxio, komm. Luxio einfangen. Das gibt's nicht. Ah, das gibt's nicht, ey. Dann Donnerschock. Aber bitte mach ihn nicht platt. Ach, verdammt. Exemplare besiegt. Das ist natürlich dann ärgerlich. Luxtra. Nein. Luxio. Besiegen und Luxtra. Da können wir noch einiges besiegen, fangen. Die Attacke vom Typ Boden besiegt. Ah. Okay. Attacke vom Typ Boden. Das ist dann Bidifass oder Tornupto. Yes, überrumpelt. Ha. Oh, Stufe 33 ist der. Kann ich angreifen. Nochmal ein Walzer. Der Knirsch der Verbellisse. Okay, Bidifast, das ist dann deins.
Donnerwelle. Greift eventuell nicht an. Okay, besiegt. Puh. Das war jetzt echt unerwartet. Den verliere ich in letzter Zeit echt häufig, ne? Egal in welcher Form. Ah, nee, das lohnt sich nicht. Nein, 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 nein. Also, so bescheuert bin ich jetzt doch nicht. Ich hab gesehen, dass er ein Abracadabra ist. Oder ein Kadabra. Also eigentlich ursprünglich wollte ich ja ein, nee, auch kein Pantimimi. Ah, ein Pantimos! Komm. Yes! Schwerbälle. Wir haben einen Pantimos gefangen. Oh, geil. Oh! Ja, nice. Exemplar gefangen, ohne entdeckt zu werden. Hihi. Ja, für euch da hinten habe ich... So, was seid ihr? Warte mal, bist du vielleicht eins von den Dingen, die ich brauche? Du bist ein Gastrodon. Nee, dich will ich nicht. Gastrodon will ich nicht. So, den da, was bist du? Schalelos. Schalelos. Wieder so einer. Aber jetzt könnte ich hier vielleicht die Lichter sehen. Hier auf die Insel da. Da ist ein Licht. Rühren. 19 Geisterlichter. Was ist das für einer? Ein wild gewordener Affe. Super. Mit viel Glück finde ich jetzt hier noch irgendwo was. Wohlgemerkt mit viel Glück. Oder auch nicht. Das ist auch kein Licht. Doch, da ist ein Licht. Jetzt flitzen wir hier nochmal lang. Gucken nochmal, ob wir hier irgendwelche Lichter finden. Ich habe jetzt gerade keine Lust auf euch. Ah, schade. Was normales wildes Abracadabra oder ein normales Kadabra. Hier hinten ist noch ein Licht. Und aufpassen, dass es nicht an den an das in Rage geratene. Und tschüss, dann bin ich wieder weg. Der ist nämlich aggro. Ansonsten sind hier keine weiteren Sachen, ne? Nein. Okay.
Jetzt müssen wir mal herausfinden, wo das war. So, irgendwo hier. Oh, hi. Da hinten ist es. Das will ich haben. An dich muss ich jetzt rankommen. Da ist es. Es kommt auf mich zu. Mag ich gar nicht, wenn es auf mich zukommt. So, hier fühle ich mich schon mal ein bisschen sicherer. Ein Schwerball. Du musst dich nur drehen. Zeig dich mir von hinten. Komm. Yes! Komm, und den habe ich jetzt. Komm. Bitte, 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 bitte. Nein. Bin ich da? Verdammt, ey. Oh Mann. Überball wäre noch eine Möglichkeit. Und der ist halt aufmerksam, ne? Das soll man jetzt nicht vergessen. Wir haben ein Kadabra. Oh, wie geil. Oh, wie geil ist das? Ach, ist das schön. Okay. Dann hier jetzt erstmal weg. Dann suchen wir nochmal das wild gewordene Bammelin. Das hatte ich mir als Aufgabe ja gesetzt, dieses wilde Bammelin zu finden. Ne, dich hatte ich schon mal. Habt ihr ein wild gewordenes Bammelin gesehen? Sorry, I have no time for you. Ne, du bist ein großes Bidifass in Rage geraten. Ich weiß, irgendwo war das, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Ganzes Problem an der Sache. Oh, da oben ist nochmal so ein Licht. Diese Vadribine oder wie die heißt. Naja, ich habe jetzt gerade alle keine Lust. Ah, wo ist es denn? Das ist ein großer... Ab rüber hüpfen. Ein Sichlor. Böses Sichlor. Mehr Sichlors. Ich hoffe, ich spreche die überhaupt richtig aus, ey. Noch so viele Lichter sein, aber ich finde gar nicht so viele. Aspiror, oh. Ein in Rage geratenes Zubat. Hier ist eine Höhle. Eine sehr beruhigende Höhle. Gehen wir wieder raus.
Also ich weiß, in der Höhle war ich noch nicht, aber ich weiß auch, dass nicht das ist, was ich suche. Ui. Und ich weiß auch, dass wenn ich hier runtergehe, ich vielleicht gegebenenfalls hier, ja, ne? Oh, Kappador. Wir waren jetzt Akku auf mich. So, gib mir das Kappador. Okay, wieder ein neues Pokémon. Ich glaub, die kann man schnell fangen. Deine Tasche ist voll. Ernsthaft? Oh Mann. Muss ich jetzt wirklich erstmal zurück, weil meine Tasche voll ist? Ich habe immer nicht das Armelin gefunden. Wo ist dieses blöde Bambelin? Hier weiß ich über irgendwo dieses große Ding. Oh, es regnet auch noch. Schön. Ein Pikachu. Ein Raichu und ein Pikachu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil ist das? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Nee, nee. Da nehme ich einen Hyperball. Ja. Oh. Oh Mann, das Pikachu hat sich bewegt. Ist das doof? Blödes Pikachu. Autsch. Sollte mich gerade mit dem Donnerschlag angreifen. Effektiv, effektiv. Verdammt. Das wird ihn alles umhauen. Zurück. Ich brauche einen leichten. Ich brauche einen leichten. Genublis. Ich will jetzt Pikachu haben. Stachelsprung. Absorber. Absorber kann nicht so effektiv sein, weil. Perfekt. Ruckzuckkeep ist mir egal. Das Pikachu gehört jetzt mir. Er hat sich befreit? Ernsthaft, Pikachu? Hast du sie noch alle? Nehmen wir den Schwerball. Da kommst du nicht so leicht raus. Okay, Pikachu gefangen. Auch noch ein leichtes Exemplar gefangen. Hm, auch schön. Aber das ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass wir immer noch einen kleinen Bambelin brauchen. Seht ihr das da oben? Wie komme ich denn an dich ran?
Okay. Nein, ach man, ich hasse es immer, die Bälle zu werfen. So. Ich suche ein Bammelin. Hier ist zum Beispiel ein Bammelin, aber es ist kein großes Bammelin. Hier ist ein Stein. Der könnte kaputt gemacht werden. Habe ich irgendwas zum kaputt machen von Stein? Ich glaube nicht. Oh. Hallo, du Großer. Hör mal weg, du Großer. Bin ich gegen Kleinstein und wie die alle heißen kämpfen. Ich will mein Bammelin. Ihr seid Raupen. Irgendwo war dieses große Bammelin. Bin ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist es. Na. So, welche Stufe hast du? 31. Ein Bojelin. Achso, das ist ein Bojelin. Na gut. Da fange ich halt ein in Rage geratenes Bojelin ein. Das mich mal eben gewonnen-hittet hat. Luxtra, deine Zeit ist gekommen. Donnerschock. Nicht umhauen, danke. Perfekt. Das fangen wir uns jetzt ein. Ein in Rage geratenes Bojelin. Ich wollte zwar ein Bammelin, ein großes, aber okay. Nehmen wir ein Bojelin. Ich suche ein großes Bammelin. Ist klein. Sieht auch klein aus. Sieht auch nicht wirklich groß aus. Weil das sieht auch nicht wirklich groß aus. Oh Mann. Ist zu groß? Ne, auch nicht, ne? Hm. Ich finde es ja toll, dass ich so welche Elite-Pokémon fange, ne? Bin ich ja wirklich ein Fan von. Ich wollte eigentlich ein Bammelin. Ein Bojelin. Die sehen beide gleich groß aus. Kann ich machen, was ich will? Eins von euch größer? Nee. Erstmal schön daneben stellen, erstmal schön verärgern. Dann schlussendlich wieder abhauen, ne? Lalala. Ach, ich bin wieder weg. Nee. Nee, nee, nee. Ihr seid alle nicht das, was ich suche. Ich suche ein großes Bammelin. Ein Bojelin habe ich, aber kein Bammelin. Hier müsste gleich das Feuer Dings da sein. Hottehü.
Irgendwo hier war es jedenfalls. Bonita. Bonita, Bonita. Ich kann da jetzt nicht jedes Bamelin einfangen. Was irgendwie groß wirkt. Veräppeln, oder? Nee, interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Du siehst klein aus. Dann fange ich das da jetzt ein. Punkt. Ich muss jetzt fangen. Fang 8 von 12. Wir hoffen, dass die halt groß sind. Drei Fänge kann ich noch machen. Aber dann hört es halt auf. Noch zwei, genau. Und das Ding ist, hier ist kein weiteres Bamelin. Ich hatte mal ganz am Anfang, in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, ein großes Bamelin gesehen. Wo es wirklich erkennbar war, dass es größer ist. Aber hier jetzt... No chance, man. No chance. Ach, sehr ruhig, komm. Großes Exemplar gefangen. Okay. Vielleicht ist es genau das, was ich brauche. Dann gehen wir mal zurück. Wir haben jetzt einiges wieder gefangen. Klar, es ist jetzt nicht die Welt gewesen, wenn man es mal so nimmt. Aber hey, vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was uns jetzt hilft. Rikoko, habe ich nur noch 10 Stück? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so wenig nur noch habe. Aber Beleber kann ich noch genügend machen, ne? Ich habe 18 Tränke, davon kann ich 6 herstellen dafür. Dann ruhen wir uns ganz kurz aus. Pack ein paar Sachen in unsere Tasche. Vorbeere brauche ich jetzt Zeit nicht, die Königsblätter auch nicht, die Nana-Beere auch nicht, die Volltrefferling auch erstmal weg. Ich brauche die Aprikoko. Was ist das denn? Mein Pokémon gefangen. Yep, ich zeige sie dir gerne. Dazwischen eine Elite und oh, guck mal. 1, 2, 3, 4 neue Pokémon sind das, oder? Habe ich jetzt falsch gezählt? 4 neue. Ist das nicht geil? Ein großes Exemplar gefangen.
Das ist auch schön. Impressive. Ja, denn ich muss jedes Mal wieder zurück ins Dorf, ey. Ist das ätzend. Ätzend. Nee, aber das will ich gar nicht. Ich will... Ach, hier darf ich mit dem gar nicht reiten, ne? Fällt mir gerade ein. Was ist mit dir? Bitte erzähl mir mehr. Oh, du da. Weißt du, was für ein Pokémon das ist? Wie es heißt? Was es kann? Hä, hä, hä? Hä? Das ist ein Carpador. Carpador heißt es also. Aha. Ist es stark? Oder cool? Kann es fliegen? Es ist unfassbar cool. Was? Es ist cool? Und warum? Was ist denn so cool an ihm? Hm? Sag schon. Erzähl mir bitte noch mehr. Bitte, bitte, bitte. Du wirst ganz viel über Carpador rausfinden, ja? Das musst du mir dann unbedingt seinen Eintrag im Kubokodex zeigen. Ich bin so gespannt. Ich hab's befürchtet. Naja. Wer liebt es nicht, Carpador zu finden? So, aber jetzt will ich endlich diese Quest mit dem Kamin abschließen. Ist dein Pamelin für mich das Größte als meines? Wo stand nochmal die Größe? Ich weiß jetzt nicht, welches es ist. Das müsste eigentlich das Letztgefangene sein, ne? Bericht. 0,75. Bericht. 0,68. Bericht. 0,69, dann ist es das. Wahnsinn, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell gehen würde. Allerdings möchte noch ein größeres Bamlin sein. Mindestens 0,8. Was? Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Ich möchte mal ganz kurz erwähnen. 0,8. Wie man hört, sollst du dich mit Pokémon ziemlich gut auskennen. Kennst du zufällig ein Pokémon, das über zwei Schwanzflossen verfügt? Ich habe meins gesehen. Seine Schwanzflossen haben im Wasser so Flatterbewegungen gemacht. Ganz so, als ob es fliegen würde. Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich würde es mir gerne aus der nächsten Nähe ansehen. Bringst du mir bitte das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen für mich? Okay, Pokémon mit zwei Schwanzflossen. Ja, klar. Easy. Carpador hat nur eine, ne? Schwanzflosse. Zufällig? Zwei? Nope, eine. Schade. Es wäre auch zu einfach gewesen. Möchtest du Bonbons kaufen? Nö. Ja, es ist halt... ärgerlich, ein großes Bamlin zu finden. Und hier genauso ein Kinoso. Einzige, wo ich mir jetzt ein Kinoso noch vorstellen könnte, wäre... im roten Sumpfland. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht hin. Massiver Auflauf von Pokémon, eine Zerpurze. Stempel. Neue Nebenmission. Ausgang, achso. Ausgang? Achso, Sumpflandbasis, okay. Komme ich gar nicht hoch. Hm.
Da oben darf ich überall hin, ne? Bühnenkampffeld, Diamantsiedlung. Ja, wo bekomme ich das Pokémon nur her? Kann ich dann hier oben her oder hier? Also entweder da oder da. Hier kann ich es mir schlecht vorstellen. Was ist eine der wenigen Anfängermissionen? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das dann wie gewohnt in der nächsten Folge. In der Hoffnung, dass ich dann... Ah, das ist schon wieder eine Aufgabe. Ist doch nicht. Anscheinend hat sich im Dorf ein Pantymos niedergelassen, das merkwürdige Gesten macht. Sprich mit Saul, um mehr zu erfahren. Ein Pantymos? Ich habe doch gerade erst eins gefangen. Oh Mann. Das kann doch deprimierend sein. Man hat eins gefangen und dabei sind die so selten und dann ist hier noch eins. Tja, was soll ich dazu sagen? Ach, genau. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Pokémon Legenden Arceus. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich versuche gerade hier mal zu sehen, was das hier für Buchstaben sind. Und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.